So, willkommen zurück zu Morrowind. Wir sind immer noch bei der Magiergilde am Tun und am Questen. Neuester Auftrag. Wir sollen nach Margan gehen und Tashpi Abael töten. Gut. Machen wir das mal kurz. Ist ja gar kein Problem. Mal gucken, ob es dann die letzte Aufgabe ist von ihr. Dass wir mal ein bisschen vorangehen können, weil es sind einfach, es sind quasi noch Alt-Anfangs-Quests. Oh, von Aldrun konnten wir nach Magan. Wir bieten hier wahrscheinlich euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen. Nee, wollen wir auch wieder zurück. Achso, der ist unten. Autsch. So, nach Aldrun. Und nach Magan. So. Oh Mann. Aspar-Ehe oder sowas, ne? Wo ist denn der Typ? Außenposten. Da nicht, da nicht, da. Da ist er! Oh, der ist nicht weit. Wo ist das dritte Haus hier? Möget ihr das finden, was ihr sucht? Aspar-Ehes Hütte. Bist du das? Ich kann mir etwas Zeit für euch nehmen. Also, pass auf, mein Duda. Du bist gemein und fies. Oh. Nekromantin, ich bin kein Todbeschwörer. Wer behauptet, ich sei Todbeschwörerin? Ranis. Oh, ich verstehe. Ich wollte nicht der Magiergilde beitreten. Ich entschloss mich, das Heilen unter meinem Volk zu üben, außerhalb der Gildenpolitik. Da ich ein Velot bin und nicht wie Ranis aus guter Familie stamme. Nun, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Vielleicht weiß ich einen Ausweg aus dieser Lage. Na, rede mal weiter. Wenn Ranis noch immer ein Groll hegt, wäre es wohl besser für mich, aufs Festland zu ziehen. Es gibt genug Städte, die einen Heiler gebrauchen können. Erzählt Ranis, dass ich tot sei, ich werde Wjardenfell verlassen. Ich gebe euch recht, ich werde euch gehen lassen. Natürlich machen wir das. Also was soll das denn? Ich konnte nichts dafür. Kann ich jetzt was klauen hier drin oder nicht? Na dann wieder zurück. Einfachster Quest überhaupt. Willkommen. Ranis, ihr seid hier fast zu einer Legende geworden. Ja. Bitte sprecht. Rolle Element des Feuers und Rolle vierten Hemdes. Okay, guck mal gleich mal. Ich glaube, die Magiergilde wurde von einem Tevani-Spion infiltriert. Ne! Geht zu den Gildenhäusern Aldrun, Vivet, Satrim, Mora. Ich bin sicher, dass es dort ein Spion gibt. Wenn ihr den Spion gefunden habt und dann nehmt nichts, erstattet mir Bericht. Okay. Was haben wir für Rollen bekommen eigentlich? Vierte Hemdes ist Schild und ein bisschen ordentlich Feuerdamage. So ist nicht. Gut, ich muss kurz wieder ein paar Sachen hier reinmachen. Jetzt haben wir vier Tränke bekommen. Magie wiederherstellen, nehmen wir mit. Attribut wiederherstellen, Stärke haben wir jetzt zwei davon. Sehr, sehr schön. Lähmung heilen haben wir jetzt. Oh, Mann. Ah, und Stoma, genau. So, ein bisschen können wir reparieren. Ja, und die Schriftrollen, die müssen wir eigentlich mal irgendwo an Mann bringen. Ich glaube, bei ihr oben, oder? Ich grüße euch. Hi. Ha? Okay, pass auf. Die beiden für dich und die beiden für dich. Und dann machen wir einfach mal 650 draus. Und fertig. So. Das ist wenigstens gelohnt hier. Ihr seid in guter Gesellschaft. Danke dir. So, machen wir erstmal Aldrun. Also, kannst du mir was darüber sagen? Telvani-Spion? Du magst mich ja wenigstens. Ich wüsste nicht, dass in der Magiergilde Spione sind. Also, du weißt nicht. Hier ist keiner drin. Ich glaube, hier auch nicht, ne? Nee. Machen wir jetzt mal den oberen Bereich. Warte, ist hier noch was? Was ist denn eigentlich hier drin? Ne? Aha. Geld ist hier drin. Nee. Wir sind ja eigentlich wert. Ach, okay, die normalen sind eigentlich nur ein Pups wert. Muss schon die haben, die richtig was wert sind. Okay, verstehe. Okay. Hat nicht viel gebracht. Wollte auch einfach nur checken, was hier drin ist. Gut. Kurz mal wieder vollgeheilt mit dem Schild. So, Telvani-Spion, mein Dude. Die weiß gar nichts. Edwina mag uns doch auch, oder? Ja. Telvani-Spion. Oh!
sehr streng bei ihren Regeln der Aufnahme. Wir würden nie einen Tajani-Spion akzeptieren. Seid willkommen. Die sagt wenigstens mal was anderes. Wer war die Spion? Oh, seid jetzt jeden Typen ansprechen, oder was? Also Altruhen sie für mich nicht so... Na, du vielleicht, ne? Oh, nein, ich bin kein Tajani-Spion. Ihr solltet derartige Vorwürfe aussprechen, wenn ihr keine Beweise darüber habt. Aha. War schon mal, sie sagt seid gar ihr nichts. Auf der Suche nach Informationen? Ich grüße euch. Worüber sollen wir sprechen? Sie sagt auch nichts. Also. Der Typ ich hier. Heiße euch herzlich willkommen. Also, ich glaube immer noch, dass der Typ das ist. Bis jetzt. Beeindruckend. Kann ich den beklauen? Eure Kleidung steht euch gut. Ja, der hätte nur Gold. Okay. Wir gehen erstmal weiter. Dann gehen wir nach Satrit Mora. Oh, ich grüße euch. Tevani-Spion. Tevani-Sprecher. Nee. Nun, ich scheine in angenehmer Gesellschaft zu sein. Tevani-Spion. Teilt eure Gedanken mit mir. Ich finde eure Gesellschaft erfrischend. Gibt es etwas, das ich für euch sage? Ich heiße euch willkommen. Ich sag doch nichts. Ihr befindet euch in guter Gesellschaft. Schink im Schatten ist sicherlich kein Tevani-Spion. Oh! Tevani-Spione? Ja, ich habe den Verdacht, dass es mindestens einen gibt. Ich weiß nicht, wer es ist oder wo er sich aufhält. Obwohl Satrit Mora als offensichtliches Ziel erscheint, würde ich in Vivek suchen. Aha! Also er sagt Vivek. Mit euch zu plaudern. Bitte sprecht. Er sagt Vivek. Dutz. Klar, neue dritte Stadt, wo ich hinweise. Vergessen wir einen Moment lang unsere Differenzen und reden wir. Tevani-Spion. Redet mit Trebonius. Trebonius, mein Dude. Sagst du zum Tevani-Spion? Nein, durchaus nicht, Innistoden. Hier gibt es keine tevanischen Spionen. Ich würde es wissen, falls es welche gäbe. Schließlich bin ich der Erzmagier. Tiram Gabar, mein dummischer Berater, kümmert sich um Spione und solche Sachen. Er war mir von großem Nutzen, Innistoden. Er hilft bei jeder Entscheidung, die ich treffe, den Standpunkt der Dummler nicht zu vergessen. Der kam mit besten Empfehlungen. Ich bin mir sicher, dass er hier irgendwo... Was? Dass ich sie hier irgendwo habe. Ach ja, hier ist der Innerste und ein Brief von Okato persönlich. Gut. An den geschätzten Erzmal Tribonius. Der Mann, der euch diese Papiere bringt, nennt sich Tiram Gadar. Obwohl er dummer ist, ist er in der kaiserlichen Provinz aufgewachsen. Ich kann ihn bedenkenlos als Berater... Aha. Timo, da... Gibt es den Typen hier irgendwo? Timo. Mein Freund. Ein Tevani-Spion? Nicht, dass ich wüsste. Ich bin Erzmaterbund und Sonderberater in Fragen der Dummer. Ihr könnt meine Empfehlung bei selbst prüfen. Okay, wir überzeugen den Typen mal nochmal. Sagst du mir jetzt mal die Wahrheit? Nee. Du, dann zurück nach Balmora. Ich denke mal, das reicht schon. Ich denke, das reicht schon. Tevani-Spion. Ah! Ja, das ist genau die Art von Beweis, die ich gesucht habe. Auszeichnete Arbeit in Innistoden. Es ist eine Schande, dass die Dirde von einem Skaddelkopf ohne Sinn und Ehrgeiz wie Tribonius geleitet wird. Diese Empfehlung ist die schlechteste Fälschung, die ich je in meinem Jahr gesehen habe. Selbst Ducatus' Name ist falsch geschrieben. Stimmt das? Bitte nehmt die Schriftrolle und diesen Dolch, da ihr die Dirde geholfen habt. Zweimal goldene Heilige! Oh ja. Oh nice. Und Seelentrinker. Ah, und hier kriegt man quasi... Oh, das ist eine detrische Waffe. Okay. Ich weiß nicht, wo ich anfange. Da brauche ich ja Umbras Schwert gar nicht mehr. Für ein gutes Gespräch. Von der Idee her. Was haben wir noch bekommen? Goldene Heilige, genau. Okay. Also von der Idee her können wir es jetzt wieder so machen, dass wir uns zwei Steinchen nehmen. Was war das? Seelentrinker auf Berührung, ne? Ja, das ist ein bisschen geiler als die komische Dingswaffe, die wir anhaben. So, dann müssen wir die deutsche Heilige beschwören. So, Seele ist gefangen. Haben wir schon mal eine. Mist.
Und nochmal eine Seele gefangen. Easy. So macht man das. Krass, jetzt können wir schon drei Sachen mit permanenter Wirkung auf uns machen. Das ist cool. Nehmen wir die mit. Ja, Umbra-Schwert. Umbra-Schwert können wir eigentlich mal... Umbra-Schwert können wir eigentlich mal ablegen. Wo legen wir denn das schöne Teil hin? Hier oben drauf können wir es legen. Umbra, mein Luder, war schön, aber... Ich wollte es hier hinlegen, ne? Aber die Waffen, die ich noch aufheben wollte. Warum wollte ich... Achso, Schwert des Weißen W-Clans, weil es so komisch klingt. Das Ding, weil ich gucken wollte, wie viel Berührungen, also wie viel Ladungen es hat, wenn wir bei Verzauberungen oder bei Veränderungen voll sind. Und was kann der Speer? Das war unser Lieblings... Ah, das war der Speer von der Erweiterung drüben. Genau. Okay. Macht Sinn. Wir reparieren uns kurz. Die Schlüssel... Stelle ich jetzt immer weg, weil wir die eigentlich brauchen wir auch generell keine Schlüssel, weil wir jedes Schloss öffnen können. Das war's. So, nice. Es geht voran. Es geht voran. Wunderbar. Ich heiße euch. Aufgaben. Ihr habt alle Aufgaben, die ich euch stellen kann, erfüllt. Habt schon mit Edwina in Aldrun oder Schenk im Schatten gesprochen. Habe ich. Also pass auf, Fräulein. Ich möchte mich gerne befördern. Wir sind jetzt Lehrter. Damit ihr aufsteigt zum Beschwörer, müssen wir 200... Na klar, Alter, haben wir doch. So, jetzt sind wir Beschwörer. Beschwörer konnten wir irgendwo neue Aufgaben machen. Ich glaube aber nicht bei Ajira. Aufgaben... Hier müssen wir, glaube ich, Hexer sein. Mögest du auf warmen... Was ist bei ihr oben? Sie hat gar nichts mehr für uns, oder was? Aufgaben? Nee. Also sie hat wirklich gar nichts mehr. Wir haben noch Ajira, haben wir noch. Jetzt, wie gesagt, Aldrun und Satrimora noch. Ich finde eure Gesellschaft erfrischend. Genau, weil Vivid war für den Arsch. Wir gucken mal Aldrun. Das war Edwina. Ja. In dieser heiklen Phase meiner Forschung muss ich eine Dwemer-Röhre untersuchen. Sie sind einfach zu finden. Ich glaube, dass ich einige davon in Arc... Tund Stundums gesehen habt, dass ich das letzte Mal dort war. Wärt ihr bereit, dorthin zu reisen, eine Dwemer-Röhre zurückzuringen? Mach ich. Ich weiß, euren Eifer zu schätzen, ist oder. Artund Stundums liegt nordwestlich von Glisis, doch es gibt noch eine einfache Methode, dorthin zu landen. Geht nach Alt-Veloti und dann die Küste nach, okay. Nehmt den Schlittenreiher nach Glisis, folgt der Straße nach Norden. Ich werde Alt-Veloti. Da ist dann Artund Stundums oder was? Liegt nordwestlich von Nises. Dort gibt es eine einfache Methode, dorthin zu gelangen. Okay, also Alt-Veloti sollen wir jetzt. Seid willkommen. So, wir dann erstmal nach Nises. Nach Nises. Wo ist denn. Warte mal, wo ist denn Nises? Da ist Nises. Das ist Alt-Veloti und das ist Kuhl. Ich kann auch nach Kuhl reisen. So irgendwie. Einfacher, oder? Es ist mir eine Freude. Okay, dann müssen wir nach Vivek. Schon mal dieses direkt. Ah, tu schon mal direkt reisen. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen hohen Preis an. So. Siran-Ahn-Gruft. Noch zu einfach gewesen. Gut, dann müssen wir hier hin auf jeden Fall. Eine Dwemer-Röhre ist ja ein. Leute gibt's denn hier? Also wie für Höllenhunde. Wir laufen mal kurz hier rein, vielleicht finden wir noch eine goldene Heilige, die verstecken sich es ja sonst. Es wurde auch Zeit, dass ich ein wenig Spaß habe. Odean. Oh, ein Seelenstein, nice. Okay. Läuft sie nichts ahnend hin, auch immer ist hier so ein Magier, der dich angreift. Wie gesagt, bei diesen dätischen Schreien, da halten sich ganz oft Dremora auf, aber auch goldene Heilige. Und ein Ebenerz-Schwert, das nehmen wir auch gerne mit. Weil ich glaube, wenn wir diese Eigenschaften verbessern, also diese permanenten Sachen. Ah.
an, kostet das unglaublich viel Knete. Deswegen nehme ich mal gern auch ein dätisches Landschwert, nehme auch mit. So, bevor wir nicht zu weit langsam oder zu lange rumlaufen, ganz kurz noch reparieren. Zack. Okay, das hat ja schon viel für sich. Und jetzt sind wir hier in Altviloti. Ashma hast du nicht gesehen. So, wo müssen wir eigentlich hin? Eine Dwemer-Röhre aus Artunchum Studums zu holen. Edwina glaubt, dass Artunchum sich westlich von Altviloti aufhält. Westlich ist er da. Da hinten ist eine Ruine. Ach komm schon, Mädel. Ist da hinten, das da oben kann es sein. Schau mal da oben hin. Können wir das noch machen? Also Höllenhunde gibt es hier ohne Ende. Wahnsinn. So, guck mal, das ist theoretisch auf jeden Fall eine Dwemer-Ruine. Mal gehen wir mal rum. Was ist das hier? Okay, nur so eine Art Balkon oder was? Wir sind nicht mehr hoch. Okay, hier ist sonst aber erstmal nichts. Hier geht's rein. Das ist es. Also, wir müssen eine Dwemer-Ruine finden. Hier habe ich ganz spät gesehen, den Geist. Ist ja Wahnsinn. Oben so. Oh. Okay. Hier gibt es öfters auch mal wieder ein paar Diamanten und so. Die komischen Dinger. Jetzt brauchen wir sie im Moment ja nicht mehr. Ach, das wäre was. Alter, die ist, also ich sehe die nicht so einfach. Eigentlich, wenn sie vor den niederknien. Bisschen rohes Ebenerz. Ne? Hi! So, ich was Cooles an dir? Nee. Schloss 3. Also ich weiß, wie so eine Dwemer-Röhre aussieht. Da ist er. Das war's oder was? Nö. Das war's. Geht's noch nicht mehr hoch und runter? Nö. Oh, cool, würde ich sagen. Zack. So, das können wir auch hier nochmal ganz kurz das wegpacken. Die Dwemer-Röhre lassen wir noch. Das ist eben jetzt nämlich ein bisschen schwerer. Dafür die beiden Dinger hin. Die Frage war jetzt natürlich, wo war denn das jetzt eigentlich? Haben wir gerade Aufträge gemacht? Mit Runen, ne? Meine alte Rune war das. Sie hier unten, da müssen wir Hexer sein. Bei Ajira. Ich glaube, wir mussten wieder zu Edwina zurück. Was war denn das? Ne, also nur für euch nochmal. Wir sind jetzt Beschwörer. Nächstes Mal wären Magier. Ich muss sagen, ich finde euch recht interessant. Hier ist die Dwemer-Röhre, meine Sprecht Gute. Weiter. Subi, nächste Aufgabe. Ja, ich habe mich gefragt, ob ihr vielleicht einen meiner Gefährten in der dwemischen Ruine Neflur Hassen nicht gesehen vorbeischauen würdet. Der letzte Ausgabungsbericht ist schon lange her. Okay, wo ist sie denn? Ihr gelangt dorthin, indem ihr um die Berge bei Suran herumlauft, dann nordöstlich an der Foyada Hassnichte entlang geht oder ihr beginnt im Molag Ma und geht nach Nordwesten Richtung Kantberg. Umrundet den Kantberg nach Norden und folgt der Nordseite. Ach, großer Gott. Einer meiner Kollegen, Senilas Cardiusus, betreibt in Netschule offizielle Forschung. Er sollte mir auf monatlichen... Okay. Boah, wo ist das?
Atlantos, indem ihr um die Berge bei Suran herum, dann nordöstlich an der Foyada Nardana entlang geht. Oder, also auf Deutsch nordöstlich von Suran oder nordwestlich von Umulat Ma. Warte mal, Majan. Warte mal, Suran war hier irgendwo, ne? Hier, ne, warte, hier ist. Da müssen wir hin. Das ist Tank. Ach, wir haben schon gefunden. Okay. Dann würde ich sagen, ab nach Suran. Ist ja cool. Das gefällt mir. Diese ganzen Dinger schon erkundet haben, da weißt du nämlich genau, wo du hin musst. So, können wir hier direkt nach Suran reisen? Können wir natürlich nicht. Dann Balmora. Ich glaube, von Balmora könnten wir direkt nach Suran. Ja. Okay, dann müssen wir da lang. Boah, müssen wir erstmal rüberkommen hier. Sehr ätzend. Fliegen wir mal ein bisschen. Falsches Schwert an. Genau über meinem Kopf, oder bei meinem Kopf müsste es jetzt sein, eigentlich, glaube ich. Nicht nochmal. Das geht auch so. Wahnsinn, hätte doch länger als ich dachte. Ah ja, was haben wir denn halt im Schlepptau? Das war immer die falsche Waffe. Also, den habe ich schon angegriffen. Aua. Aua. Okay, also. Überall lang. Du bist es gewesen. Genau, Ausgrabungsbericht. Ein Ausgrabungsbericht habe ich nicht gerade für Sie. Sagt Edwina, dass alles in Ordnung sei. Wir hatten einige Rückschläge. Unser einheimischen Führer wird vermisst. Er hat Aufzeichnungen über unseren nächsten Ausgrabungsbericht gemacht. Na, dann gucken wir doch mal, wo der Mann ist. Mit euch zu plaudern. Bitte ich sah den. In der unteren Ebene. Na, ist doch klasse. Machen wir doch. Ist ja kein Problem. Uns nur Scheiß rum, dann gehen wir mal in die Richtung untere Ebene. Aha. Moin. Prüfung der Muster. Nee, das ist richtig. Das ist richtig gelesen. Geht's weiter? Aber die Frage ist, wo? Nicht wo, nicht. Ah. Oh, was haben wir bekommen? Okay, wir haben jetzt irgendwas geturbelt. Ah, hier ist auch noch eine Kurbel. Dann ist hier noch eine Kurbel. Ach, auf Deutsch, zwei sind Fallen und eine ist dann die richtige. Das sind ja Säcke. Jetzt weiter runter. Und fällt fast ins Feuer rein. Dann die jetzt hoch übrigens. Aha! Aufpassen, mein Dreamer Ruin. Jetzt hätten wir dann den Smaragd hier mich mitgenommen. Mensch! Das wäre aber auch wieder schlimm gewesen.
So, ich habe noch Levitation an mir. Lol. Da ist er, der Enos. Der hat auch Enos Bericht am Start. Nehmen wir mal mit. Was hat er für ein Buch? Die hängenden Gärten. Hat er den mit einem Buch versucht zu erschlagen, oder? Ja, das ist dann klar, warum er den so ein Centurion-Dingsbums verliert. Im Buch kommst du nicht weit. Diamanten nehmen wir mit. Nee, Eissalz nehmen wir nicht mit. Und Feuer. Ach, du willst mal anfassen. Rubinchen. Also ganz früh habe ich auch die ganzen Metallschotter mitgenommen. Also jetzt nicht bei unserer Aufnahme hier, sondern wirklich ganz früher. Alter dämischer Türschlüssel. Schmiedehammer. Mein alter dämischer Türschlüssel. Das ist der zweite. Okay. Jetzt brauche ich hier einen Türschlüssel. Hier ist keine Tür mehr. Helm oder nicht? Nee. Schulterplatte rechts. Okay. Gut, das war's. Oben waren wir ja auch. So, mein Bruder. Ausgabe uns Bericht gefunden. Bringt ihn Edwin in Aldruhen. Ich werde meine Arbeit hier fortsetzen. Na gut. Gut. Ihr scheint mir gute Gesellschaft. Ist auch korrekt, mein Bruder. Das ist auch korrekt. So, wir können gleich mal den Schlüssel ablegen. Weil braucht kein Mensch. Generell können wir mal wieder ein bisschen was einsortieren. So. So, und dann ab nach Aldrun, würde ich sagen. Hops, dann nochmal Schaden nehmen. Damit es auch Spaß macht, ne? Aber ich muss sagen, wir kommen gut voran. Wir kommen eigentlich ganz gut voran. Seid willkommen. Hi. Worüber sollen wir sprechen? Ja, hier sind die Ausgabungsberichte. So, ich möchte, dass ihr dämische Pläne oder Entwürfe findet. Oh Mann. Senilas hat die Entwürfe, die er in gefunden hat, bereits zum Kaiser geschickt. Im Ausgabungsbericht wurde Mezulev erwähnt. Das liegt südwestlich von Dardon Fell. Ihr müsst die Teile des Gildenmeers fliegen oder schwimmen. Bringt alle Pläne und oder Entwürfe mit, die ihr finden könnt. Ne, ich hab die Pläne noch nicht mehr, Luther. Mezulev sagt mir was, als ob das schon mal markiert wurde. Hier, Ruine Mezulev. Müssen wir nach Dardon Fell. Okay, ich würde sagen, das machen wir mal in der nächsten Folge dann, weil es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger dauern wird. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne!